Hallo und willkommen zurück zu Delalia. Willkommen zurück. Ich glaube, da ist gerade wer gestorben. Der ist nach dem letzten Part gespawnt und vor diesem Part schon wieder gestorben. Also, Ja. er weiß nicht. Er wollte einfach nicht ins Gebäude kommen. Ich glaube, das war das Problem. Ich habe gerade, nachdem ich es mit Essen fertig war und er noch irgendein anderes Zeug ge und er noch andere Sachen gemacht hat, mäßig. Ich weiß gar nicht, ob er das in einem Part schon mal erwähnt. Nee, wir haben noch nicht erwähnt, dass wir einen Urlaub, oder nein, was heißt Urlaub, einen Kurztrip nach Berlin machen. Haben wir noch nicht erwähnt. Ja, düpp, 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 War kein düpp, Datum. düpp, düpp. Ist dir was aufgefallen? Du bist unsichtbar. Nee, warte, was genau soll ich. Sonst noch was? Du. Was soll mir auffallen? Hast du was umgebaut in der Zeit? Weiß nicht, hast du keine Geräusche gehört oder sowas gerade eben? Hab nicht so drauf geachtet. Was hast du getan? Hatten wir da schon immer eine goldene Kommode? Nein. An der Gegend hat sich nichts verändert. An mir hat sich was verändert. Ja, an dir? Du hast nur ein Haustier und ich habe vier. Was? Dennis, du bist Natürlich nicht. unsichtbar. Und du hast 600 Lebenspunkte. Deswegen warst du im Darum Dschungel. Du geht's hast dir ja. die letzten drei Herzen geholt. Ich wollte dir eh sagen, als ich das Video gestern gesehen habe, dir fehlen ja noch drei. Ich glaube, es waren drei. Das ist auch egal. Auf jeden Fall hast du jetzt auch 600. Glückwunsch. So. Wie ihr am Thumbnail wahrscheinlich schon erkannt habt, ich hoffe es jedenfalls, machen wir jetzt den Lunatic Cultist, falls er gespawnt ist. Ich hoffe es jedenfalls. Und So, du ja. brauchst wahrscheinlich wieder, Ja. Finde ich eine gute Idee, ja. Also du reitest unten lang, hast du entschieden. Ja, dazu habe ich mich jetzt im Endeffekt entschieden. Ich sehe Ich bin nach fast oben gar nichts, weil gegangen. dieser Schneesturm hier so stark ist. Ah, also. Schütze mich schwer, da rumzuspringen, wenn man den Boden einfach nicht erkennt. Ja, oder hast du recht? Mal gucken, ob ich dich noch einhole. Oh shit, jetzt hat mich. Ich hab eine verdammte Wolke getroffen. Jetzt bin ich super langsam im Slow Falling. Wahnsinn. Naja, egal. Was soll's. Und ist er da? Wer ist da? Die vier Beschwörer oder keine Ahnung, Ja, wie wen soll man ich so das nennt. sehen? Bist du noch nicht Ah, da? jetzt sind sie da. Okay. So, Ich jetzt hätte müssen wir gedacht, du schnell bist weggehen, schneller. dass mein Pet dich nicht denkt, oh, ich will die umbringen. Naja, das ist aber eigentlich schon richtig. Ja, aber noch nicht. Wer ist nur Worauf später? wartest du denn? Wer erst nur später und klicken? Ich mache ja gerade so ein bisschen Corruption kaputt auf dem Weg. Oh, shit, shit, shit. Despawnt mal schnell. Okay. Okay, Okay. wir können jederzeit starten. Ja, gut. Ah, okay, man kann nicht die ganze schießen. Fanatiker. Das Wetter passt zu dem. Das Wetter Vergiss passt. nicht. Wenn er dieses Beschwörungsritual macht, nur den richtigen treffen. Jetzt. Keine Ahnung. Wir Da war werden der Falsche dabei. schon richtig anschießen. Der Falsche war aber auch dabei. Jetzt haben wir einen Drachen am Hals. Ach, was auch immer, der stirbt auch so. Ja, okay. Gut, zu zweit ist das ein bisschen easier. Ja, ich sehe ja immer noch einen zweiten. Sollte er nicht verschwinden? Okay, jetzt ist er weg. Ja. Ne, er ist noch da. Okay, auch gut. Ach, egal, was sonst. Der stört nicht. Okay, jetzt. Der richtige ist der mit der Lebensleiste. Also wirklich schwer machen sie es einem ja nicht. Also. Huch, was benutzt er denn jetzt? Die Lebensleiste ist aber, glaube ich, nicht Vanille. Oder? Oh, vielleicht liegt es daran. Ich habe keinen Schimmer. Hat er nicht immer schon eine Lebensleiste gehabt? Du hast alles aufgehoben.
Ich habe mehr Damage gemacht. Nein, warte, ich bin der Zweite in der Liste, ich wollte schon sagen. Oh, sag mal, hier ist ein Pillar neben uns. Stardust. Naja, so schaut's aus. In welche Richtung? Ah, da. Links. Ich fliehe erstmal nach oben, okay. Ich wollte den Chat noch angucken. Weil wir die Wolken gebaut. Kann man den Chat nach oben scrollen? Weißt du das? Oh ja, kann man. Geil. Duke Fischer, 48.000, du 24, ich ja schon krass. Ah, Cyber King wollte ich eigentlich lesen. 66.000 zu 32.000, also geht eigentlich. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das ein bisschen extremer gewesen ist, aber. Und hier 29 zu 21, ja, okay, passt. So, bist du nach Hause teleportiert oder was? Nein, ich bin verreckt. Ach so, Nebula Pillar direkt vor der Haustür, Dennis. Ich würde sagen, den machen wir zuerst, der nervt. Oh, wieso bin ich hier? Was ist der Nova? Oh, warte, Nova sagst du? Egal, erstmal töten wir Nebulas! Ach, ja! Jetzt. Okay. Du spawnst sowieso direkt daneben. Wir ziehen das jetzt schnell durch. Nebula Pillar, 100 Gegner. Ey, scheiße, ich sterbe. Lass mich doch in Ruhe jetzt! Au. Oh, shit. Ich komme noch rechtzeitig zur Nurse. Ach, aus dem Sterben ist ja eigentlich egal. Ich wollte trotzdem eigentlich heilen lassen. Naja, was soll's, was soll's. Ja, egal, scheiß auf Tode. Wir kommen schon voran. Das wird dieser Part. Au! Alter, warum hat die so viel Damage? Wer von denen? Oh shit, alle! Ja, eigentlich alle, ja. Was soll ich? Ich verschwende mal ein paar Heiltränke, es geht nicht alles. Will ja hier noch ein paar Sachen töten auch. Solange ich lebe, sollte es für dich einfacher sein. Hoffe ich jedenfalls. Oh shit, ich bin hin. Da rennen sie zu dir, die Hunde. Ich frage mich, ob das bei dem Pillar sinnvoll ist, irgendwie unter einer Art Haus zu sein und nicht so offen zu fliegen. Ich weiß es nicht. Aber. Ich erinnere mich ja schon kaum noch an die Gegner. Au. Ich versuch's mal mit hier unten rumgammeln. Laser doch jemand anderen, ey. Da frag ich mich die Idee. Frag ich mich immer, wie soll man das mit Hardcore schaffen? Ja, das ist echt ein bisschen. Oh shit, unser Keller schaut ja aus. Mit irgendeiner automatischen Grinding-Maschine, wo er einfach immer rechtzeitig teleportiert wird, das kann ja nicht sein. Ich versuche es jetzt von unterirdisch, Dennis. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber hier sind wenigstens nur ein paar Gegner im Tunnel. Das ist ein bisschen chilliger. Aber die können natürlich in der verdammten Wand schweben. Und die Hunde... Oh, und jetzt ist alles unsichtbar. Das ist aber nicht so freundlich. Wir haben schon 50 getötet. Sehr cool. Das Banner liegt da unten rum. Es ist nicht in mein Inventar gekommen. So kann's gehen. Aber Dennis, der Besucherdienst hat mir gerade eine Bestätigung geschickt. Okay. Arbeitet da ernsthaft noch jemand um die Uhrzeit oder ist das auch automatisiert? Weiß ich nicht. Ah, da steht automatisch generierte E-Mail. Jetzt sterbe ich hier noch. Mal gucken, wie weit nach oben die mir folgen. Ah, shit, da ist eine Wand im Weg. Wer hat denn die gebaut? Oh, so viel dazu. Oh. Also für alle, die es interessiert, wir besuchen den Reichstag, den Deutschen Bundestag, das Reichstagsgebäude. Der Reichstag! Aua, das war laut. Ah, okay. Besuch von Dachterrasse und Kuppel des Reichstagsgebäudes, Deutsche Bundestag. Gerne entspreche ich Ihrem Wunsch und bestätige Ihnen kostenfreien Besuchstag. Yes. Oh, wir sollen eine Viertelstunde vorher dort sein. Okay. Einlasskontrolle. Mit Lichtbildausweis. Schon in Ordnung. Kriegen wir hin. Das Ding ist, wir haben ja hier den Effekt von der. Dingens. Bümchen. Ja. Die Dryade hat ihr 6 Defense Buff. Nein, das meinte ich nicht. Oh. Fackel, meinte ich. Nicht Blümchen. Blümchen, Fackel? Du verwirrst mich. Ja, Fackel. Fackelbuff. Was hat die Fackel für einen Buff?
Ich weiß nicht, Mann. Ach so, hier ist eine blaue. Du meinst die Kerze, die blaue. Ach so, ja, okay. So kann man es auch nennen. Das mich voll verwirrt. Oh, warte, ist der gerade aufgeplatzt? Der ist aufgeplatzt. Mach ihn fertig. Oh, warte mal. Das könnte hiermit ganz gut gehen. Okay, er ist fast drin. Der Bogen ist echt nützlich. Au. Egal, er hat noch 200. Vielleicht schafft's mein Stab, ja. Komm, Feuerball! Mach mal nicht auf den Dieb, auf den Pillar. Ach, egal, was soll's. Ich mache ihn jetzt fertig. Okay, er ist geplatzt. Meins, meins, alles meins! 44, das kommt mir gar nicht mal so wenig vor. Und du mit Lehm oder was bauen willst? Was gibt's eigentlich Neues? Kann man nachschauen. Ich gebe sie dir gleich. Oder du schaust einfach ohne das Item nach, das geht ja auch. Ja, das ist natürlich auch eine Option. Kannst du nämlich auch die anderen nachgucken. Und ich schaue mir mal die Map an. Also, wir haben ganz links Vortex. Dann haben wir Solar. Da ist Nova. Schick. Der ist spannend. Das ist der neueste. Aber nicht mehr in diesem Fall. Und rechts war Stardust. Das sollte ja eigentlich relativ einfach sein. Stardust war doch... Na gut, Stardust hat diese blöden Zellen. Mit Zellteilung. Also 44 Fragmente ist jedenfalls gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ancient Tablet von Tremamod. Das haben aber auch die gedroppt. Ach übrigens, ich habe den Ancient Manipulator. Der passt ins Erdgeschoss. Katan Blast. Ist für eine Art von Waffe. Spielen das, was erklären würde. Setzen für ein Speed. Very fast Speed. Das Ding mit Raketen? Dennis, von wem habe ich denn diese Ancient Tablets bekommen? Man kann die Dinger Ach so, war das vielleicht auch der Kultist? Weiß ich nicht. Du hast ja alles eingesammelt. Ey, wie geil. Das sind saugeile Items, vor allem so stark. Was? 150 Damage für diesen Speer, Mann. Ach, das sind Pets? Ja, okay, das ist ja wert. Ein Schwert, das Echo Damage macht. Haben wir noch ein Broken Heroes Schwert rumliegen, zufällig? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn der Ancient Jack Smasher? Ich glaube, den habe ich gebastelt. Battletech gebaut und läuft. Schau mal nach Ancient Tablet. Die Dinger kamen, glaube ich, vom Lunatic Cultist. Wir haben 19 Stück. Kannst dir also überlegen, was du davon... Hä? Was? Ach so, Nebula. Nebula Arcanum kann man ja auch so schon machen. Und Nebula Blaze. 16 für den Jack Smasher. 16 für den normalen Smasher. 12 für den Sonnenstab. Was ist mit dem... Achso, oh, ja gut. Also wir können ein Item machen aus den Ancient Tablets. Wir brauchen mehr Lunatic Cultists. Hier, ich gebe dir mal diese wertvollen Items jetzt. Du bist der Boss. Und da oben ist der leuchtende Kasten. Der Mana-Pilulator. Keine Ahnung, so ähnlich heißt es. Der Manipulator. Der Ancient Manipulator. Es wird Ancient manipulieren. Das klang alles irgendwie ganz anders, als ich es aussprechen wollte, als ich es dann ausgesprochen habe. Ja, ich habe Goldfische defeated, lol. Haben wir das nicht schon? Ah, ne, das ist kein Teil davon. Das sind... Ach, keine Ahnung. Stell das aus den Fragmente rein damit. Oder weg. Ja auch. Aber was ist das Vortex-Bett? Das interessiert mich jetzt aber schon. Was ist das? Tremomod baut Pets ein, sagst du? Ja.
Hast du eine Ahnung, wie das Ding heißt, das ich suchen kann oder so? Ebola Jellyfish. Warte mal, Pets? Bei Pets kriege ich aber eine eigene Seite. Emeraldi, Genie, Zutalu, Annoying Dog, lol. Und dann Hard Mode, Bad Apple. Und dann Nebula Jellyfish, Varki, Solar Meteor und Stardust Squid. Braucht je 10 Fragmente und ein Uncharged Band. Allerdings hat keiner von denen eine eigene Seite. Nur der Nebula Jellyfish und der Varki haben wenigstens ein Bild. Tremode Pets, Living Tombstone. Und ein Brutti, ein Mini-Brutalist. Oh ja, der Living Tombstone, den will ich haben. Hat der irgendein Feature? Nein. Der hat wenigstens eine eigene Seite. So, das Uncharged Band, Magic and Summon Accessoire von Lady Moon verkauft. Lady Moon, NPC. Leeres Haus und Moonlord muss defeated sein, okay. Sie kämpft mit Fallen Stars, lol. Was hat die denn für Items, Mann? Ja. Was hat die verkauft denn für Health Items? Booster zum Beispiel. Und ein Dimensional Top Hat. Health Booster. Enchanted Health Booster. Regeneriert Leben alle 45 Sekunden. Ist das automatisch? Nee, das ist ein Buff, der 45 Minuten hält. Wow, da braucht man ja alle möglichen Sachen dafür. Und der normale Health Booster, den man kaufen kann, 100 Leben pro Minute. Ja, okay, müssen wir mal testen, aber 5 Silber, warte was mal. Für ein Health der kostet 5 Platin, will der mich verarschen? Wow, okay. Ist also, glaube ich, hoffentlich nichts, was One-Time-Use ist. Okay, der Dimensional Top-Hat. Tremode Helm. Clairvoyance-Buff. Magic und Summon Damage bei 25% mehr. Und Mana-Regeneration 25%. Was macht Clairvoyance denn für ein... Ah, warte mal, das ist der Buff von dieser Kristallkugel. Okay. Nicht schlecht. So, Living Tombstone. Es ist schade, aber der kann nicht singen. Im Gegensatz zu dem YouTuber, also Living Tombstone. Okay. Ja. Die hat merkwürdige Sachen. Eye of Oblivion. Die hat vor allem so teure Sachen. Wir brauchen so viel Geld später mal. Die verkauft Void Barren. Gut, welchen Pillar wollen wir als nächstes töten? Willst du in diesem Part noch einen töten? Weiß ich nicht. Ich denke, im nächsten Part schaffen wir 2, meinst du? Weiß ich nicht. Dann bin ich für Nova und Stardust. Die rechte Hälfte sozusagen. Oder? Nova ist der spannendste, finde ich. Können wir noch eins? Jo. Mach bevor die ganzen Gegner kommen, ein paar Wechsel, Dennis. Sonst bist du ja voll am Kämpfen. Und? Na gut, mir wurscht, sind ja nur 2 Klicks für dich, oder? An aus. Zu was anderes. Das ging jetzt aber schnell. Also willkommen. Was? Das habe ich doch schon so gesagt, was zur Hölle. Achso. Sind wir bald da, oder? Ach, du bist da. Okay. Die sind ja alle selbst erfunden, diese Gegner. Also ich bin da gerade schon reingegangen, es regnet Flast vom Himmel. Was? Okay. Oh, schön. Auch sehe ich keins. Oh. Da ist einer gewesen. Naja, in der Luft stört mich das nicht. Die fliegen an mir vorbei und da können die mich treffen. Ach, du meinst, Fliegen ist hier eine gute Option? Ja, die Flasks haben ja die Eigenschaft, dass sie nur auf hartem Boden sich, oh shit, diese Käfer sind schnell. Wieso müssen das alles Käfer sein, Mann? Ich will kein Käferpiller.
Weil anscheinend Flask und Käfer zusammengehören irgendwie. Hier ist eine Insel, die ich noch nicht auf meiner Karte hatte. Oh, die können ins Gebäude. Es ist hier nicht sicher. Es ist hier nicht sicher. Mein Gott. Na gut, ich würde sagen, weiter geht's zum nächsten Mal. Werden nicht vergessen. Ciao. Tschüss.